So, hier in Alpaka Island. Bei Alpakas da vorne. Hallo. Hier mit meinem Baby, mit meiner schönen Maschine, meiner schönen 1200er GSA. Ja, bin ich unterwegs. Wetter genutzt heute so ein bisschen, wie ihr seht. Wetter ist schön gerade hier. Und ja, ich nehme euch so ein bisschen mit und teste so ein bisschen. Und zwar teste ich heute meine neuen Kameras, die ich habe. Hier, das ist die DJI Action 4, Osmo Action 4, die ich hier habe. Die ich auch hier im Helm habe hier vorne. Hier, zack, da. Und die ich auch hinten habe. Hier. Na, gucken. Zack. Na, und die teste ich gerade so ein bisschen, die Kameras. Vom Ton her. Diese Kamera hier vorne, die ist das Besondere hier. Die hat so ein Symbol da oben drauf. Und zwar wird die angetrieben über eine Fernbedienung, die ich hier vorne drin habe. Die es extra für die Osmo 4 gibt. Das ist diese hier. Die ich mal irgendwo vorne festmachen muss. Mal irgendwo, guck ich mal. Nimmt gerade auf. Eine Stunde, 1 Minute, 2 Minuten gerade jetzt. 100% Akkuleistung. 2,7K, 50 RS, das heißt, alles wird angezeigt im Grunde hier. Und von daher, ja, passt das. Die hintere Kamera hier ist an Dauerstrom angeschlossen hier vorne. Das heißt, die hat volle Power, 100%. Die ist an Dauerstrom angeschlossen hier, hat 100%. Und die Kamera hier läuft einfach nur mit Akku. Ne? Zack. Weil ich nicht mehr so viel Gebammel dran haben will, keine Powerbank mehr hier bei mir haben möchte im Nackenbereich. In meiner Jacke. Und von daher alles gut. Ich wundere mich schon, warum Luft reinkommt hier. Jetzt weiß ich es auch. Der Reißverschluss war offen. Okay, und der war auch auf hier. Gott, Sachen gibt's. Gibt's gar nicht. So. Okay. Gut. Ja, auf jeden Fall teste ich heute ein bisschen ja, den Audioadapter. Und zwar habe ich ja schon mal in dem einen Video, wo ich mit der Nicole, meiner Freundin, gefahren bin. Im Schwarzwald haben wir so ein bisschen getestet. Und zwar habe ich hier vorne einen Sehner montiert hier vorne. Ein Sehner, was über Mesh mit meinem Sehner hier verbunden ist. Und der Ton von dem Sehner geht hier raus und geht hier in die Kamera rein, hier oben. Das ist übrigens der originale DJI Audio-Adapter hier, den es gibt dafür. Kann man Strom mit Strom aufschlagen, dass er lädt und halt Mikrofon drin, dass er das Signal empfängt. In dem Fall halt hier, als ich gerade rede hier, ne? Geht über das Sehner da rein, auch gut für Dual-Vlogs und so weiter. Das ist die eine Geschichte. Und die andere Geschichte ist halt hier meine Kamera, die ich hier noch habe, hier am Helm habe. Die hier. Also kann man über die Kamera sehen, die ich hier im Helm habe. Da habe ich einfach nur ein Kabel mit USB-C-Anschluss mit 3,5 Linke, ne, wo ich reingehe und dort halt dementsprechend alle Gespräche aufzeichne, die über meinen Sehner reinkommen von anderen. Und meine Stimme, das wird gesplittet. Ne? Hier habe ich alles im Grunde auf einer Spur und hier habe ich alles auf zwei Spuren. Das heißt, ich habe eigentlich immer, wenn ich fahre, doppelte Sicherung. Ja, und das teste ich mal gerade so ein bisschen jetzt hier mit euch. Ich kann euch auch einmal dann das vorspielen, wie es sich anhört mit dem. Und einmal kurz vorspielen, wie es sich anhört mit dem hier. Ich weiß selber nicht. Ich teste es gleich gerade erstmal so ein bisschen jetzt hier. Ja, ich höre gar nichts. Ich sehe nur, dass hier oben ein Ausschlag ist, wenn ich rede. Das heißt, das funktioniert. Und ich sehe hier an der Kamera hier vorne auch hier, dass hier auch ein Aufschlag ist. Ja, das heißt, das hier funktioniert dementsprechend hier auch. Von daher alles gut. Ja, und das teste ich jetzt so ein bisschen mit euch hier. Bin auf eure Meinung gespannt so ein bisschen. Und da gucken wir mal. Ja, ich mache mich drauf hier auf meiner Maschine. Auf meine hübsche, süße 1200er GSA.
mehr Alpakas hier vorne. Ja, jetzt heißt links auch noch welche auf der Wiese in der Regel. Ja, leider heute. Hier sind sie alle. Guck mal. Da laufen sie alle rum hier, die Süßen. Gut, so. Ja, den Ton, den ihr jetzt gerade hört, der kommt von meiner Helmkamera, die bei mir im Helm dran ist. Das ist einfach nur ein USB-C-Kabel mit einem 3,5 Linkerstecker drin, der das Signal aufnimmt von, also jetzt gesplittet, innen drin, das ist ein eigener Helmumbau, ne? Wo ich das Signal vom Kopfhörer des Sennheisers hier abzweige, wo im Moment gerade nichts überläuft, weil ich ja nicht mit dem zweiten fahre. Und halt einmal über Mikrofon, was bei mir im Helm verbaut ist. Und von daher einmal ein bisschen Musik laufen lassen. Das mache ich jetzt nicht, weil GEMA und so weiter. Ne, das werde ich dann mal für mich machen. Testen so ein bisschen, wie das so funktioniert. Ob das geht. Und ja. Und den Ton, den ihr jetzt hört. Jetzt, das ist der Ton, der jetzt im Grunde über das Sena kommt hier vorne, was hier vorne ist hier. Worüber man halt die Stimme der anderen hört, also alles was, wenn du ein Sena mit dir rumfährst, was du über Kopfhörer hörst, die Gespräche über die anderen, nehme ich jetzt hier rüber quasi auf. Ja. Hat alles Vor- und Nachteile, ne? Also Nachteil ganz klar, wenn einer sein Sena übersteuert hat und laut da reinspricht, dann hast du immer ein Kreischen drin in der Aufnahme, das ist blöd. Und dann kannst du auch nicht rausnehmen. Vorteil bei dem, was ich jetzt hier am Helm habe, ist, ich kann die Stimme der anderen rausnehmen, kann auch meine Stimme laufen lassen. Von daher hat das alles Vor- und Nachteile. Hier habe ich jetzt mit Doppelsicherung, weil ich habe ja oftmals im Urlaub das Problem gehabt, dass mir dementsprechend der Ton weg war. Ne? Ich keinen Ton aufnehmen konnte, weil der Media Mod von GoPro nicht so richtig funktioniert hat. Naja, von daher nicht so schön. Ja, was mir nicht gefällt jetzt hier, ist auf jeden Fall für die Kameras hier, ist, dass die Fermi nur eine Kamera kann. Da muss ich mal schauen, wie ich das mache. Ob es noch irgendein Update gibt, dass man mit einer Fermium auch alle drei Kameras gleichzeitig starten kann. Aber ansonsten nutze ich hier meine Hupe, was kein Problem ist, was wirklich gut klappt auch hier. Wichtig für mich, dass die Qualität gut ist. Die ist gut, die Qualität, weil der Ton auch immer da ist. Und ich nicht Angst haben muss, irgendwie nach Hause zu kommen und du hast nur Windgeräusche drauf. Das ist schlecht. Naja, wir testen mal so ein bisschen. Wir gucken mal, ob alles hier so funktioniert. Und dann schauen wir mal. Ich kann natürlich auch variieren, ne? Ich kann natürlich jetzt auch Folgendes machen. Ich kann natürlich jetzt auch den Audio-Adapter von GoPro nehmen. Von DJI nehmen, den ich jetzt hier vorne dran gemacht habe. Ich kann den an den Helm dran machen hier. Kann dann darüber den Ton aufnehmen und kann gleichzeitig laden, wenn ich möchte, mit einer Powerbank, meiner Helmkamera hier. Ich kann switchen, gestalten, wie ich möchte. Also ich gibt da mehrere Möglichkeiten, die es da wohl gibt. Es gibt da wohl noch eine Möglichkeit mittlerweile, wo du gar keinen Audio-Adapter brauchst, wo man das dann per Funk machen kann. Habe ich ja schon mal gezeigt, mit dem Dongle. Aber nur, wenn du alleine fährst. Aber dann geht ja, da geht Mesh und so weiter nicht. Aber da gibt es wohl wieder eine neue Möglichkeit, eine neue Lösung von Osmo. Naja. Nein, nein. So vertief will ich nicht gleich reingehen. Für mich ist wichtig jetzt hier, dass ich vernünftig einen Audioton habe hier, dass ich vernünftige Bilder habe und ja, ich damit leben kann. Ja, warum habe ich jetzt hier vorne an dem Helm jetzt hier. Warum lade ich hier aber nicht die Kamera, so wie ich sonst immer mache? Weil die Anschlüsse dafür sind da, alles zum Laden. Powerbank hier in die Brusttasche rein und hier mal durch. Ganz einfach, weil ich mir einen neuen Helm geholt habe. Einen Klapphelm für die Touren. Gerade im Sommer ist man froh, wenn man den Helm mal so aufklappen kann und so weiter. Und da ist immer schlecht, halt was zu verlegen. Das Mikrofon ist kein Problem, der ist ja eh vorne im Helm drin, wenn du hochklappst. Ja, das hast du ja eh dann auf Dauer da drin. Das passt dann schon. Aber. Der
der Anschluss ist dementsprechend nicht möglich, so wie ich mir das vorstelle. Und von daher ist ein Klapphelm dann ja, mit Stromversorgung und so weiter eher ungeeignet. Und so ein Kabel hier unten in die Tasche rein hier und dann an die Kamera dran. Da habe ich keinen Bock. Na, von daher jetzt hier ohne Powerbank. Ich habe ja jetzt hier bei mir in der Tasche noch drei Ersatzakkus drin rumliegen, womit ich immer wieder meine Systeme hier wechseln kann. Das ist ja ruckzuck gemacht bei der Osmo hier, tatsächlich gut hingekriegt. Bei GoPro musstest du dann immer dann die Kamera aus dem Mediamod rausnehmen und. Nein, das muss ich nicht haben. Das muss ich viele nicht haben. Und da haben die echt gut gemacht hier. Und es funktioniert auch gut. Ja, was das angeht, da habe ich gar kein Problem mit. Mir geht es nur um Ton jetzt hier, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle hier. Und da schaue ich einfach mal. Und den Ton, den ihr jetzt gerade hört, weiß ich gar nicht. Ne? Werde ich jetzt mal einblenden. Das ist dann der, wo der Ton besser ist. Entweder ist das am Helm hier oder da vorne. Also ich muss gucken zu Hause. Ich kann es jetzt noch nicht sagen. Das sehe ich ja dann, was da besser rüberkommt, und dann schauen wir mal. So, ja, kleine Abstecher hier so ein bisschen durch die Gegend. Ein bisschen kalt noch draußen hier, da haben auch die dicken Handschuhe an hier, die dicke Jacke an. Die schöne Jahreszeit, die kommt noch, aber man will ja wirklich jede oder jeden Sonnenstrahl ausnutzen, so ein bisschen mit dem Motorrad, wenn es irgendwie möglich ist. Die Dicke hier, die freut sich auch mal wieder, wenn es dann so ein bisschen auf Reisen geht, so ein bisschen. Auch wenn es so Kurzstrecken sind. Ich weiß nicht warum, aber die Batterie, die hier drin ist, die war jetzt, ich habe mir neu geholt, die war jetzt schon wieder leer gewesen. Ich weiß gar nicht, ob die Maschine eine Diebstahlwarnanlage hat, ich glaube aber nicht. Würde das dann erklären. Ansonsten wüsste ich nicht, wo ich hierüber Fremdstrom ziehe. Irgendwie. Keine Ahnung. Naja. Ja gut. Die Maschine kommt jetzt immer an die Ladeerhaltung ran, so ein bisschen die Maschine hier. Da passt es in der Regel auch immer. Ja, der Reifen, den ich drauf habe hier, wenn wir schon mal dabei sind, aber jetzt sind wir gerade so ein bisschen Angel GT2. Das ist mein Reifen. Der Reifen, der wird immer drauf kommen jetzt hier, der Reifen. Jetzt, wo ich ja die Aprilia verkauft habe, werde ich das so machen, dass ich jetzt hier auf dem Originalfelgensatz hier, auf den Speichenfelgen, mir halt den Angel GT2 draufschmeißen werde. Und auf dem anderen Felgensatz mit der normalen Felge mir einen Sportreifen draufschmeißen werde, weil ich es mir nicht nehmen lassen werde, dann doch noch hier und da mal zur Nordtafel zu fahren, dann aber mit der GS. Mal schön Sportreifen drauf. Der Metzler, wie heißt der? M9RR, glaube ich, der ist für die Maschine zugelassen hier, der müsste funktionieren. Einfach dort Spaßreifen. Das Schöne ist an der Maschine hier, die Reifen sind immer schnell gewechselt. Macht ja immer Spaß hier. Auch von daher. Alles gut. Ja. Jetzt fahre ich noch ein bisschen, bevor es dann gleich wieder dunkel wird. Um 16.30 Uhr soll es dunkel werden hier. Stündchen habe ich noch, wenn erstaunlich wäre. Ich habe bestimmt ein bisschen mehr gefahren. Strecke gefahren, aber naja. Was willst du machen? Was willst du machen? Ich bin froh, dass ich generell mal fahren kann hier. Auch ohne Popo-Heizung. Ich weiß gar nicht, wer es noch vom Motorrad ist mit Popo-Heizung, keine Ahnung. Dann schauen wir Popo-Heizung an ihrer GS. Und sagen dann aber auch, das möchtest du nie wieder wissen, wenn du die einmal hast. Kann ich so sagen, weiß ich nicht. Naja. So. Mal keinen Staum mehr. Stoppesee? Ja, nein.
Das wird zu spät. Ich wollte einfach nur mal so 2-3 Stunden fahren jetzt hier. Aber gerade das dunkle Visier drauf. Ja, will ich hier noch Heimat so ein bisschen. Mal gucken, mal, wie das Mikrofon so ist. Vom Sound her. Ja, die Heckkamera hinten, die hat kein Mikrofon. Da überlege ich eventuell noch eins dran zu machen. Für den Motorsound. Weil ihr hört jetzt, ich kann es mal einmal kurz zeigen jetzt hier. Ich habe es schon mal in einem anderen Video gezeigt. Ne? Ich kann das so einstellen, dass ich nur den Motorsound habe. Das ist dann die Heckkamera, die mir den Sound gibt. Dann nur die Stimmen habe, dass ich reden kann mit ein bisschen Motorgeräusche. Wird wahrscheinlich jetzt hier bei dem Helm sein, denke ich mal. Und über Sehner hier vorne habe ich wirklich gar nichts. Ne? Da habe ich nur die Stimmen. Und keine Motorgeräusche, nichts dabei. Das vermische ich so ein bisschen immer, von daher gucke ich mal. Schauen wir mal. So. Duster, ja, das gesehen jetzt in der Werbung den neuen Duster. Ah, das ist bestimmt vorne rechts gleich mein Freund, ne? Ich hoffe nicht. Aber naja, machen wir ruhig. Ich mach's auf jeden Fall. Ich kenne alle die schönen Strecken. Vielleicht für euch vielleicht noch 10 Minuten vielleicht. Der Sound hier ist von den Kameras. Vermisst,
wieder nicht. Schön. Ich wurschtel mich jetzt noch ein bisschen durch hier, ein bisschen kreuz und quer. Werde mal zu Hause meinen Ton angucken, so ein bisschen, wie der Ton hier ist. Ja, soll dann noch ein kleines Video sein für mich zum Testen, so ein bisschen, wie der Ton darüber ist, über Sena, oder der Ton hierüber ist, über die direkte Verbindung hier. Und dann gucke ich mal und dann schaue ich mal. Alles zum Testen für dieses Jahr jetzt quasi. Was dann? Alles läuft, egal was die Touren sind, nicht mehr viel Gedanken machen, hier und da und dann die Kamera ausmachen zwischendurch und dies und das und so weiter. Nein, nein. Da gucke ich mal, schaue ich mal. Seid gespannt. Okay, ja. Ja, danke Kalimoto.
was heute bereits 1000 Kilometer überklungen. Schön. So, ja, auf jeden Fall wünsche ich euch einen schönen Tag. Viel Spaß beim nächsten Video. Ich weiß nicht gar nicht, was das nächste Video wird hier. Keine Ahnung. Da war ich doch ein bisschen mehr wieder mit dem Ton hier zum Testen. Ich muss mal schauen. Ich will auf jeden Fall noch hinten an der Kamera noch so ein bisschen so einen Windschutz dran machen, dass der Ton von der vom Auspuff hinten ein bisschen klarer ist. Aber da gucken wir mal. Eins am anderen. Schauen wir mal und ja, ich sag mal, gerne bis zum nächsten Video. Euer GS Boxer on Tour. Ciao.